Ja, wir haben rüber gemacht. Wir sind dem Soli hinterher. Und ich bin jetzt quasi Ossi mit westdeutschem Migrationshintergrund. Und habt ihr auch schon gehört, ich bin Kabarettist. Und bevor ich jetzt weiterspreche, wollte ich fragen, ob es okay ist, wenn ich als alter Heterospießer meinen Beitrag ungegendert durchziehe. Also quasi mit alttestamentarischen Geschlechterrollen. Wenn ich also zum Beispiel Damen und Herren sagen sollte, dann natürlich auch Dritte, Diverse und andere meine. So wie das Wort Kanzlerkandidat, die Kanzlerkandidatin, für mich genauso impliziert wie der Zuschauer, die Zuschauerin. Ja, und ich deshalb auch nicht von Kanzlerkandidatierenden sprechen möchte oder von Zuschauern, Gendersternchen, Unterstrich, in. Oder von Dummkopf oder Dummköpfin. Also, wenn es für euch okay ist. Wenn nicht, ich mach's trotzdem. Aus Zeitgründen. Bin ich überall gut zu verstehen? Ja. Ja, auch bei der Antifa. Laut genug? Prima. Apropos laut, neulich in Köln kommt ein Mann in eine Bibliothek und sagt, ich nehme eine Currywurst mit Pommes. Also mit Mund-Nasen-Bedeckung natürlich. Ich nehme eine Currywurst mit Pommes. Darauf die Bibliothekarin, ebenfalls mit Mund-Nasen-Bedeckung. Bitte? Er, lauter. Ich nehme eine Currywurst mit Pommes. Sie. Ich verstehe Sie nicht. Er, noch lauter. Ich nehme eine Currywurst mit Pommes. Sie. Na hören Sie mal, Sie sitzen hier in einer Bibliothek, guter Mann. Darauf er. Ich nehme eine Currywurst mit Pommes. Ja, und keine Sorge, also flacher wird's jetzt auch nicht mehr. Oder vielleicht nur ganz kurz flacher. Stichwort Corona-Maßnahmen. Ich meine, unsere Bundesregierung wird sich bei diesen Corona-Maßnahmen bestimmt was gedacht haben. Allerdings so richtig einleuchtend fand ich die jetzt nicht. Ne, von wegen Fußballspielen mit Klassenkameraden im Schulunterricht, in der Schule, erlaubt, nach der Schule mit denselben Klassenkameraden verboten. Als religiöse Andachten getarnte Kirchenkonzerte erlaubt, andere Konzerte verboten. Einsame Museumsbesuche verboten, dicht gedrängt Bus- und Bahnfahren erlaubt. Also besser hätte Monty Python sich das auch nicht ausdenken können. Im letzten Herbst wollten Frau Massel und ich einen archäologischen Park besuchen. Wir haben dann aber doch davon Abstand genommen, weil es in den Besucherregeln hieß, dass man diese Mauern und die Steine nicht anfassen darf, wegen Corona. Ja, weil man die sonst anschließend wieder hätte desinfizieren müssen. Der gesunde Menschenverstand hat keine Lobby. Dafür haben Panikmache und Hysterie seit 18 Monaten Hochkonjunktur. Und das bei den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit sogenannten Apokalypsen prä-Coronarer Jahre. Nur zur Erinnerung, im Jahre 2004 hat die WHO wegen der Vogelgrippe prognostiziert, ich zitiere, dass wir im besten Fall mit 2 bis 7 Millionen Toten rechnen müssen. 2 bis 7 Millionen Tote. Es waren dann letztendlich doch ein paar Tote weniger, um genau zu sein. Es waren laut Statista 455 Tote. Weltweit. Bei der Schweinegrippe 2009 lief es ähnlich. Ein riesiger Hype. Da wurden unvorstellbare Schreckensszenarien vorausgesagt. Die Pharmaindustrie hat mit Impfstoffen Milliarden verdient und letztendlich verlief die Schweinegrippe milder als andere saisonale Grippen der Vorjahre. Was hatten wir noch? Wir hatten SARS, wir hatten EHEC, BSE, habe ich alles überlebt. Genauso wie das Waldsterben und den sauren Regen, alles überlebt. Im Jahre 2007 hat die Bild-Zeitung wegen des Klimawandels getitelt,
Wir haben noch 13 Jahre, um die Erde zu retten. Jetzt sind bereits 14 Jahre verstrichen, die Erde gibt's immer noch und ich bin putzmunter. Ja, und ihr offenbar auch. Gut, was jetzt speziell den Klimawandel betrifft, ja, der ist für die Älteren nicht mehr so relevant. Oder hier, wie lange gibst du den noch? Lange, ja, ja, ich auch. Ja, wisst ihr, ich habe sogar das Gefühl, jetzt mit dem Klimapaket unserer Bundesregierung noch länger was von der Zukunft zu haben. Ja, auch wenn ja Kritiker sagen, das Klimapaket ist halbherzig gemacht, viel zu kurz gesprungen und so weiter. Okay, mag sein, aber ich sag mal so, immerhin gesprungen. Und mehr war beim Klimapaket einfach nicht drin. Warum? Das hat Horst Seehofer mal sehr schön auf den Punkt gebracht, ich zitiere. Er hat gesagt, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Gut, ob das jetzt auch für diese Corona-Nummer gilt, weiß ich nicht. Ja, möchte ich auch nicht drüber spekulieren, denn wir wissen ja alle, was die Kanzlerin gesagt hat. Glauben Sie nur den offiziellen Mitteilungen. Naja, und ich bin nicht offiziell. Offiziell sind Drosten, Mieler, Merkel, Spahn und unsere selbsternannten Qualitätsmedien. Die sind offiziell und nur die bringen die offiziellen Mitteilungen. Da wird Angst machen, ganz groß geschrieben. Als wäre Apokalypse State of the Art. So, und deshalb habe ich gedacht, warum nicht mal versuchen, das Thema Corona positiv anzugehen? Also jetzt nicht positiv getestet, sondern als Haltung. Positiv. Ohne die Virusgefahr ins Lächerliche zu ziehen, ohne mit den Ängsten der Menschen Scherze zu treiben und vor allem ohne Corona zu leugnen. Soll es ja geben. Menschen, die Corona leugnen. Jedenfalls muss ich immer wieder davon lesen. Ja, von sogenannten Corona-Leugnern. Im Spiegel, in der Süddeutschen Zeitung, Tagesspiegel oder hier in öffentlichen Verlautbarungen unseres OBs in Weimar. Immer wieder ist von Corona-Leugnern die Rede. Wisst ihr, ich kenne eine ganze Menge Leute und gerade unter Künstlern, da gibt es wirklich richtig schräge Vögel. Aber einen Corona-Leugner habe ich da noch nicht gesehen. Ja. Gut, andererseits, klar, ich meine, es gibt Leute, die leugnen Verschwörungstheorien. Andere haben geglaubt, dass Schalke 04 deutscher Meister wird. Wiederum andere glauben an sowas wie Jungfrauengeburt. Ja, und die lauchen auch alle frei rum. Ja. So, also, positiv. Ja. Positiv. Also Corona quasi als eine Art Chance, um, wie hat die Kanzlerin gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, Moment. Corona als eine Art Chance, um unser Herz füreinander auf die Probe zu stellen. Und unseren Alltag leichter und humoristischer zu nehmen. Gut, letzteres hat sie jetzt nicht direkt gesagt, die Kanzlerin, aber ich glaube, sie hat es so gemeint. Also jedenfalls habe ich das da so rausgehört. Ja. Positiver, leichter, humoristischer. Was hat sie noch gesagt, die Kanzlerin? Wir sollen mehr lächeln. Ich glaube, es war bei Auftritten von Karl Lauterbach. Mehr lächeln. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ja? Aber Achtung, Wortwitz. Also mir ist wirklich jeder leise Fluss lieber als ein Lauterbach. Der will Bundesgesundheitsminister werden, ja? Ja, ich habe gedacht, ein Witz. Nee. Nein, wir leben in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen zu Aufgaben berufen fühlen, zu denen sie einfach nicht befähigt sind. Dazu kommt, je weniger Ahnung, je weniger Befähigung, desto größer ist das Selbstbewusstsein. Wissenschaftler sprechen hier vom Dunning-Kruger-Effekt. Dunning-Kruger-Effekt, der besagt, dass Menschen,
die objektiv betrachtet für eine bestimmte Aufgabe schlechter geeignet sind als andere, von sich selber glauben, sie sind der erste Mann an der Spritze. Ja, also so gesehen macht dieses KI-Programm der Bundesregierung durchaus Sinn. KI steht für künstliche Intelligenz. Ja sicher, wo keine natürliche mehr ist. Wobei es sich jetzt im Fall von Karl Lauterbach, glaube ich, um ein Experiment handeln soll. Also, habe ich jetzt gehört. Ja? Nämlich, dass Karl Lauterbach den Beweis antreten soll, dass künstliche Intelligenz niemals Schritt halten kann mit natürlicher Dummheit. Wie hat er kürzlich gesagt? Impfstoffe wirken besser im Lockdown. Ja klar. Und je größer die Meise, desto lauter piept's. Aber zurück. Positiver, leichter, humoristischer, mehr Lächeln. Ja, versuchen wir es doch einfach mal mit Gelassenheit. Mit Gelassenheit und weniger anthropozentristisch. Ja, den Begriff habe ich kürzlich im Aldi aufgeschnappt. Anthropozentristisch, das heißt, der Mensch versteht sich als Mittelpunkt der Welt. Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, der Mensch als Mittelpunkt der Welt. Und dass es Menschen gibt, die wie selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen, dass sie mehr im Mittelpunkt sind als andere und so weiter. Also weniger anthropozentristisch mit mehr Gelassenheit. Kurzum, bemühen wir uns doch um eine Lebenseinstellung, wie man sie den Rheinländern nachsagt. Das Stichwort Rheinisches Grundgesetz, Paragraph 3, der da lautet, es hält noch immer gut hier. Ja, sicher. Und wenn nicht, dann lag es am Paragraph 2, der lautet, et küt wie et küt. Eben. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben liegt für uns alle bei ziemlich genau 100%. Also jedenfalls nach aktuellem Stand der Wissenschaft. Irgendwann ist Schluss. Wenn der Tod kommt, dann ist Sense. Ja, und deshalb, warum nicht bis zum ganz großen Finale das Leben genießen? Das Leben genießen. Das Leben genießen, die Zeit sinnvoll nutzen und sich in der Basis engagieren. Vielen Dank.